Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Das Konsulat von Publius Sempronius Sophus nähert sich dem Ende. In diesem Jahr wird noch gewählt. Dementsprechend hat er unsere Soldaten nach Hause geschickt und wird sich jetzt noch um ja, ein vernünftiges Ende seines Konsulats kümmern. Ein paar Feinheiten sind noch zu tun. Als erstes geht es immer noch um die Beziehungsverbesserung, vor allem auch zu Marsien. Denn, ihr erinnert euch, hier wollen wir die integrieren und dazu brauchen wir eine deutlich bessere Meinung. Warum ist die inzwischen so gut? Lehnzeit plus 50, plus 115 ist ja wirklich sehr gut. Wir kriegen durch verbesserte Beziehungen schon einiges. Aha. Okay. Ich wollte nämlich überlegen, ob ich die Haltung ändere, aber wenn das so ist bei 115, scheint mir das gar nicht nötig zu sein. Plus 74 und noch ein Geschenk müsste eigentlich ausreichen. Wir beobachten das mal. Okay, als nächstes, wir haben hier in Kampanien eine Handelsroute frei. Man kann das auch automatisieren, wenn man da ein bisschen zu faul ist, aber wir machen das nochmal noch selber, um die Boni selber zu bestimmen. Allerdings ist das hier verlockend, weil hier angezeigt wird Stoffe 1, Eisen 1, Wein 1. Das ist allerdings das, was wir aus Latium selbst hierher bringen können. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ist unser Hauptstadt. Bonus. Und den wollen wir uns natürlich nicht selbst weghandeln. Das heißt, ich kann wieder nur auf, keine Ahnung, Getreide für Schnutzvieh zurückgreifen. Ja, machen wir das. Immerhin besser als nichts, weil jeder Handel bringt auch Einnahmen. Und diese wollen wir haben. Wir haben hier übrigens schon, nee, ich dachte, wir hätten das. Vorhin habe ich das gesehen. Durch den Reload ist das weg. Wir haben einen Charakter, der kurz vor der Illoyalität steht. Der wird möglicherweise gleich nochmal auftauchen. Dann schauen wir uns den nochmal an. Ja, hier haben wir ihn schon. Rullianus. Und wir sind bei Marsien auch runter auf 75. Also immer, wenn man das Spiel lädt, kommen da so ganz komische Anzeigen. So ist es nämlich richtig. Plus 75. Genau, und deswegen werde ich jetzt doch das machen. Ich werde nämlich hier die Haltung ändern auf dominierend, scheint mir das Richtige hier zu sein. Denn das bringt uns Meinung, unser Untertan plus 20. Das ist sowieso gut für alle Untertanen. Loyalität plus 10, Integration plus 0,25. Das kann uns auch helfen. Aber auf jeden Fall verlieren wir die minus 20 hier, kriegen plus 20 hier. Und das kann uns helfen, ja. Oder das hilft uns garantiert. 30 Einfluss kostet das, ist nicht billig, machen wir aber trotzdem. Okay, jetzt sind wir nämlich bei 150. Weiß gar nicht, was das für eine Anzeige war. So. Gut. Das wäre das. Ich war gerade beim anderen Thema. Ja. Ah, warte mal. Wir haben jetzt einen Überschuss von plus 1. Ja, ist auch okay. Warte mal. Dann ist es aber vielleicht netter was anderes. Wir brechen die Route doch wieder ab. Irgendwas anderes im Nahrungsbereich. Gut, das bringt plus 3. Das ist auch Schwachsinn. Weil das bringt plus 6. Ne, Getreide war doch das Beste. Kann man Gott sei Dank immer wieder machen, ohne Probleme. Okay, so. Dann der illoyale Charakter, genau. Da wollte ich reingucken. Der ist noch nicht illoyal. Interessant ist, er hat hier einen Malus bekommen, wachsender Reichtum minus 10. Der kommt deshalb dazu, weil er hier gerade dabei ist, selber so eine Intrige zu machen, wo er plus 2 Vermögen monatlich erhält. Das führt zusätzlich zur Loyalitätsreduzierung. Interessanterweise. Es dürfte dann wieder weg sein. Insofern kein Problem. Quintus Fabius Rullianus. Wichtiger Mann. Zensor. Der wird auch sicher in der nächsten Konsulatsperiode eine Rolle spielen. Dann würde ich gerne ein bisschen investieren in Rom. Das ist vielleicht das, was der Konsul als, ja, als Vermächtnis dann noch in Rom zurücklässt. Er würde gerne eine Bibliothek bauen. Kostet 80, dauert 144 Tage, erhöht unsere Forschung. Wir haben ja noch 3 Gebäudeslots, jetzt 2 frei. Und noch eine wichtige Sache, die er angehen will, nämlich ein Gesetz. Ein Gesetz, das hier auch ganz im Sinne der Optimaten ist, des Patriziats. Das ist allerdings, ich sehe gerade, also warum ist das gut? Das ist gut, weil es den Importwert um 25% erhöht. Außerdem haben wir reduzierte Kosten wegen dieses Legis-Aktionen-Verfahren. Wir brauchen über 28. Das kriegen wir aber noch innerhalb der Wahlperiode. Das Problem ist, dass ein Piratenhafen entsteht in unserem Hafen-Territorium. Das ist doof. Aber trotzdem, die plus 25%
Importrouten, das ist schon ein ordentlicher Schub für unser Einkommen. Ich denke, wir ziehen es durch. Wir nehmen die Piraten billigend in Kauf. Das scheint übrigens irgendwie so ein Thema zu sein. Ich will kurz darauf eingehen, zwischen den Patriziern und den Popularen, weil zum Beispiel die Lex Claudia, die dazu führt, dass man Piraterie bekämpfen kann, das wollen die Popularen und die Boni, aber nicht die Optimaten. Also das wird noch ein Thema sein, Piraten. Aber sehen, wir sind schon bei 27. Wir können das eigentlich gleich machen. Also noch vor seiner Wahl. Völlig in Ordnung. Oh, schaut mal, Corvus macht Glücksspiel jetzt. Was bedeutet das denn? Er verliert an Vermögen minus 5, aber er hat inzwischen so viel angesammelt da in der Provinz. Wahnsinn. Gut. Wir werden ihn weder unterstützen noch verhindern. Politikeinfluss ist da. Wir könnten es jetzt durchziehen. Verlieren wir natürlich ein bisschen Unterstützung im Senat. Aber naja, mal gucken. Okay, als kleines, aber populäres Gesetz zur Erhebung von Hafengebühren schaffte Lex Sicilia die Steuern auf den Import von Waren in Italien ab. Und jetzt haben wir irgendwas getan, was Rullianus tatsächlich in die Illoyalität gebracht hat. Ah ja, natürlich, die Reduktion der Stabilität. Okay, klar. Gesetzesänderung ist immer so eine Sache. Wir gucken aber mal, was das für Effekt. Oh, 3,29. Das muss mindestens 0,5 gegeben haben. Leider habe ich nicht ganz genau darauf geachtet. Das hat unser Handelseinkommen doch deutlich verbessert. Ja, Julianus ist aber Gott sei Dank nicht so mächtig, dass er jetzt hier in Richtung Bürgerkrieg das Ganze führt. Relativ knapp allerdings, oder? Nee, wir sehen gar nicht genau, wird uns nicht angezeigt. Momentan sind 0% unserer Machtbasis illoyal. Komisch, weil er ist ja eigentlich mächtig. Wenn er wirklich illoyal wäre, müsste das darauf zählen. Die Bibliothek ist gebaut, was erfreulich ist. Okay. Mal schauen, ob noch was passiert am Ende seines Konsulats. Ja, was haben wir hier? Anstehende Wahl, ja, 1. Oktober, darauf warte ich doch. Die erste große Wahl und ab da könnte es auch ein bisschen kniffliger werden, weil natürlich die Hausregeln greifen und jetzt waren die Ämter gut besetzt. Ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, wir werden es sehen. So, aber erstmal schauen wir uns unseren aktuellen Konsul an, der natürlich entscheidend ist. Auch er ist jemand, der wirklich sehr fähig ist, muss man sagen. 7, 6, 7, 8 sind schon extrem gute Werte. Er gehört auch zu den Optimaten. Das gibt uns für die adligen Nationalproduktion von plus 12%. Und auch sie wollen wieder irgendein Gesetz erlassen. Das müssen wir uns angucken. Halt, ich will noch nicht weitermachen. Oh, Waka. So, wir gucken ihn uns näher an. Also, er ist berühmt. Er ist gutmütig. Okay. Er ist bescheiden. Oh Mensch, was hat er denn für Eigenschaften? Dann hat er das Blut der Corneli. Und er ist töricht, was auch immer das bedeuten mag. 55 ist er alt, keine loyalen Kohorten. Eine extrem hohe Machtbasis. Hier steht er bei loyale Veteranen, verstehe ich nicht ganz. Und sein Reichtum ist nicht zu verachten. Er gehört jetzt ja auch zu den Corneli, damit zu einer der großen Familien. Hohe Staatskunst. Und eine wahnsinnige Beliebtheit im Übrigen. Gut, er ist verheiratet mit Fabia Tertia, 22 Jahre alt und hat zwei Kinder, Vibius und Titus, und zwei Rivalen. Oh, das ist interessant. Nämlich den Volkstribun ehemalig. Mal gucken. Er wird jetzt vermutlich nicht mehr Volkstribun sein. Gnaeus Fabius und Gaius Fabius Licinus, Militärpräfekt. Ja, aber auch da wird sich was ändern. Okay, schauen wir mal. Und er will jemanden ermorden. Ernsthaft? Er will den Volkstribun ermorden. Gut, der wird nicht mehr Volkstribun sein, aber das ist natürlich ein Ding. Okay, das wird sicher noch interessant werden, was da so passieren wird. Okay, dann mache ich jetzt hier mal einen kurzen Schnitt, weil ich jetzt die erste Ämterwahl erstmal manage, aber ich werde euch natürlich ausführlich berichten,
was da geschehen ist und wer welches Amt aus welchen Gründen bekommen hat. So, ich habe jetzt zum ersten Mal die Ämtervergabe nach meinen eigenen Vorgaben gemacht. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Link zu meinen Hausregeln in der Videobeschreibung. Da habe ich das auch ein bisschen aufgeschlüsselt. Schauen wir uns das mal an. Ich habe noch nicht alles besetzt, weil die vom Konsul frei besetzbaren Posten, die können wir zusammen machen. Also was als erstes besetzt wurde, ist der Volkstribun. Ich habe noch eine Ergänzung, eine sehr sinnvolle Ergänzung auf Anregung eines Zuschauers gemacht bezüglich des Volkstribuns. Das sollte kein Mann einer Patrizierfamilie sein, also keiner aus diesen drei großen Familien. Das ist traditionell auch richtig. Normalerweise dürfte er gar keinen Gentilnamen haben. Das war durchaus ein Thema. Er sollte ja die Plebs vertreten. Insofern haben wir das aber mal reduziert auf diese drei Familien. Von denen darf er nicht stammen und ansonsten der populärste von diesen. Und das ist in diesem Fall Lucius Papirius Cursor. Der ist Volkstribun geworden, weil die Tribune durchaus wichtig sind. Und ich muss kurz mal gucken, dass wir die Alten rausnehmen. Das mache ich vielleicht später. Schauen wir uns den mal kurz an. Der ist arrogant und taktisch. Ist natürlich popular, ganz klar. Das ist ja auch eine Bedingung. Und ist. Ach so, er war übrigens der Flottenadmiral. Das vielleicht als interessanter Hintergrund zu diesem. Den werden wir als wichtige Figur mal markieren. Dann habe ich den Zensor besetzt. Und hier bei diesen vier Ämtern zählt Macht und Beliebtheit. Und allen voran beim Zensor. Und das ist der ehemalige Statthalter, auch popular geworden. Marcus Claudius Corvus, der Statthalter von Magna Graecia. Allerdings 75 Jahre alt, der wird vermutlich bald sterben. Da werden wir vermutlich bald eine Neuwahl haben. Aber schon interessant, dass hier also der zweite Populare in eine wichtige Position kommt. Gut, hier beim Volkstribun ist es klar. Und dann haben wir als Prätor, Tribunus und Präfektus diese drei Herren. Quintus Fabius Gurgus, den kennen wir bisher nicht. Der war Forscher, 34 Jahre alt, ist jetzt aufgestiegen. Ja, hat noch nicht so viel Staatskunst in dem Bereich, hier allerdings durchaus talentiert und auch populär und mächtig. Dann haben wir Quintus Fabius Rullianus, den kennen wir schon, der ist Militärtribun, der war vorher Prätor. Nee, der war vorher, war er nicht Zensor? Quintus, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Doch, er war, der Rullianus war Zensor, genau. Jetzt ist er Militärtribun geworden und auch dafür hat er ein Talent. Also bisher klappt das sogar ganz gut, dass das durchaus talentierte Leute sind. Und dann haben wir Gaius Junius Bubulcus, der wiederum war vorher Militärtribun, das, was jetzt Rullianus macht. Und auch der ist extrem gut im militärischen Bereich. Das wird unsere Steuereinnahmen schön erhöhen. Ja, auch er gehört zu den Popularen, er gehört zu den Boni, auch hier in diesen Ämtern keine Optimaten interessanterweise. Keine Patrizier. Der Augur ist der Augur geblieben, den Pontifex Maximus musste ich neu besetzen, weil das jetzt der jetzige Konsul ist. Und auch das ist jemand von den Popularen geworden. Auch das könnte, also insgesamt kann das durchaus so eine interessante Entwicklung, was die Senatszusammensetzung betrifft und den nächsten Konsul betrifft. Schauen wir mal. Lucius Cornelius Violens, das wird der allerdings auf Lebenszeit jetzt sein, wenn nicht irgendwas passiert. 41 Jahre alt. Hier geht es ja nach Qualität des Eifers und da lag er ganz vorne. Okay, soweit zu diesen Ämtern. Jetzt die nächsten wichtigen Ämter zum Beispiel oder zu allen voran die Statthalterschaft in Magna Graecia. Das gilt ja nicht nur für die Provinz, sondern für die gesamte Großregion und das ist eben Magna Graecia. Und hier haben wir gesagt, Statthalter müssen Leute sein, also es können auch andere Amtsträger sein, aber Konsul, ehemalige Konsuln kann man nur als Statthalter oder als Armeeanführer einsetzen. Und da die beiden auch aus der gleichen Fraktion stammen und dadurch, da er ein wirklich talentierter Mann ist, unser ehemaliger Konsul, passt das sehr gut, wenn er jetzt hier nach Kampanien geht, Publius Sempronius Sophos. Das entscheidet allerdings der jetzige Konsul und er entscheidet das auch so. Die haben ein gutes Verhältnis zueinander, würde ich sagen. Und dementsprechend vergeben wir dieses Amt an diesen hier. Ich frage mich, gibt es bei ihm eine Sache, die ihn, wo die Statthalterschaft beeinflusst wird? Nee, in diesem Falle nicht. Okay, gut.
Also Loyalität ist so lala, er ist hinterlistig, hat eine gewisse Machtbasis. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. So, die restlichen Sachen, die werden wir jetzt so besetzen, dass wir möglichst die Familien mit berücksichtigen. Aber wartet mal, bei der Flotte ist noch eine interessante Sache. Hier habe ich mir überlegt, da werde ich den zweiten Konsul, den ehemaligen, nutzen. Er ist zwar vorsichtig, aber das passt vielleicht für die Flotte ganz gut. Auch hier sollen es ja Amtsträger sein. Und auch hier, denke ich, passt das als Besetzung ganz gut. Jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Mache ich es nochmal hier. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Arzt. Und hier nehme ich möglichst einen, ja, der aus einer im Moment noch verachteten Familie kommt. Nehme ich hier unten Lucius Cornelius Scipio, weil ich den Fabius als Forscher einsetzen möchte. Habe ich nämlich schon gesehen. Der ist eine gelehrte Persönlichkeit. Gucken wir mal, wo wir ihn platzieren können. Hier haben wir ihn. Ein Siebener. Ja, ist nicht großartig, aber damit ist das Thema der unzufriedenen Familien gegessen, sodass wir bei den religiösen Fortschritten auch den Besten nehmen können, den wir haben. Hier können wir auch junge Leute nehmen. Das ist kein richtiges Amt, nicht altersbegrenzt. Hier können die sozusagen schon ein bisschen was lernen und da bietet es sich ja an, Appius Claudius Russus zu nehmen. 16 Jahre alt, talentiert. Okay, damit haben wir die Ämter alle besetzt, damit kann es normal weitergehen und wir können uns direkt als nächstes überlegen, was wir für ein Omen ausrufen. Ich denke, die nächsten Kriege werden tatsächlich jetzt nicht allzu schwer werden, deswegen brauchen wir nicht Mars anbeten. Handelswert, Zufriedenheit ist ganz interessant. Ich denke, wir steigern mal den Handelswert. Wir werden Merkur jetzt hier besonders rufen. Okay, gut. Soweit dazu. Ich gucke mal, ob wir Leute hier... Der Cursor ist Volkstribun, der ist wichtig. Der Corvus ist Zensor. Ja, den können wir auch lassen. Der Saviero, der ist nicht mehr so wichtig. Den nehmen wir raus. Und der Sophus ist Statthalter, ja. Aber der aktuelle Konsul muss natürlich auch noch hier hin. Kann man das hier noch sortieren? Nee. Gut, also Barbatus ist es. Wir schauen nochmal zu ihm. Er ist bescheiden, gutmütig, berühmt und ein bisschen töricht dabei. So weit, so gut. Ansonsten werden natürlich die Pläne und Ziele, die wir bisher gemacht haben, weiter verfolgt. Ja, haben wir noch was zu tun? Eigentlich nicht. Tempel des Jupiter Optimus Maximus zieht Reisen an. Sehr schön. Die schiere Größe des Tempels zieht Reisen aus der ganzen Region an und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie diese Gelegenheit auch gleich zum Anlass nehmen, hier Urlaub zu machen, um im Glanz unseres Wunders zu schwelgen. Also in Rom. Was tun wir damit? Wir werden nicht zulassen, dass unser göttliches Monument von Fremdländern beschmutzt wird. Fremdenfeindliche Herrscher. Okay, erhöht die Stabilität, reduziert aber die Zufriedenheit der lokalen Bevölkerung. Hier müssen wir jetzt wirklich mal auf Barbatus gucken, ob das zu ihm passt. Bescheiden, gutmütig, nee, passt als gutmütig, passt nicht. Es muss einen finanziellen Gewinn geben, der sich aus dieser Lage ziehen lässt. Oder unser Wunder ist für das Volk, es steht ihm frei, herzukommen. Das bringt interessanterweise Tyrannei, warum auch immer. Ich finde, wir können töricht, bescheiden und gutmütig so interpretieren, dass er die letzte Entscheidung so trifft. Also, er steht ihm frei herzukommen. Das führt dazu, dass unsere Manpower sich erhöht. Ist aber gar nicht so richtig notwendig. Und dass das aus irgendeinem Grund als Tyrannei gilt. Vermutlich finden das die anderen Senatoren nicht so lustig. Anders kann ich das jetzt nicht interpretieren. Okay, worauf warten wir jetzt eigentlich? Wir warten darauf, dass der Friedensvertrag hier abläuft. Und ich muss das einfach nochmal prüfen. Erst einmal 456, also ein Jahr wird es noch dauern. Alles klar, bis dahin haben wir nichts zu tun. Also lassen wir mal die Zeit durchlaufen. Ja, unsere Schatzkammer fühlt sich jetzt deutlich angenehmer. Allerdings jetzt auch schon wieder nicht, vermutlich wegen des Winters. Wir waren bei fast plus 5. Das ist schon in Ordnung. Mit 12 Politikeinfluss können wir noch nicht so viel tun. Außer, was wir vielleicht mal machen können, wir können mal wieder eine der Provinzstrategien anpassen. Ich mache das immer in den wichtigsten Provinzen, sortiert nach
Gesamtbevölkerung. Und hier haben wir zum Beispiel ja noch die lokale Autonomie, die finde ich für Kampagnen eigentlich nicht so gut. Wir haben hier nur 45% Römer, wenn ich das interpretiere. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel eine kulturelle Assimilation mal starten. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Okay. Und, ha, da haben wir es schon. Das Oberhaupt der Claudi-Familie ist gestorben. Das heißt, wir müssen gleich nochmal eine neue Amtsbesetzung machen. Er war der Zensor. Ja, dadurch, die Zensur ist eine wichtige Position. Kann sein, dass wir dadurch noch ein bisschen anders rumrücken müssen bei den Ämtern. Okay, wir gucken uns ein paar Sachen gleich an, aber schauen uns erstmal diesen Stammesvorschlag hier an. Unser Stammesnachbar, die Senonen, haben viel in die Öffnung der Grenzen zwischen unseren beiden Nationen investiert. Hoffentlich wird sich dies auch für uns als nützlich erweisen. Momentan sind die Stammesmitglieder nur etwas widerspenstiger als vorher. Okay, hier oben. Wir sollten den Senonen Aufmerksamkeit schenken, da sie auch in Zukunft gute Freunde sein könnten. Sicherlich wird nur Gutes aus dieser Verbindung hervorgehen, ja, sicherlich. Wir erhalten ein bisschen Geld, bessere Meinung und Ancona. Ah, okay, Ancona erhält Stammeszustrom, leicht erhöhte Steuern. Na gut. So, wir müssen aber jetzt agieren. Das ist ein bisschen Pech, dass direkt nach der Wahl der stirbt. Das ist ein bisschen blöde jetzt, das jetzt vernünftig zu machen, weil das ja eine besondere Position ist. Die anderen sind eher gleichwertig zu betrachten. Das heißt, hier muss eigentlich jemand mit der meisten Macht und Popularität das Ganze werden. Und wir gucken mal. Das heißt, wir nehmen einen hiervon raus. 45, 62 sind 107. Ja, das ist sehr, sehr, sehr eindeutig. Rullianus, allerdings war Rullianus schon Zensor, deswegen kann es nicht werden. Dann haben wir hier 52 und hier 50. Das heißt, Bubulcus wird jetzt aufsteigen. Wir werden ihn hier entlassen und hier zum Zensor machen. Okay, das wäre getan. Das ist nicht unbedingt sein größtes Talent und wir brauchen einen Militärpräfekten und da gucken wir jetzt mal bei den Charakteren. Das mache ich jetzt mal mit euch. Und hier. Ah, wir werden das mal nicht nochmal gesondert sortieren. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Darf natürlich keiner sein, der schon ein Amt hat. Ganz logisch. Die haben alle schon Ämter. So, wir haben hier den Megellus. Der ist 44 beliebt. Der allerdings Macht plus Beliebtheit, ach, der ist Forscher. Ja, Forscher ist kein Problem. Gaius Crassus ist schon kränklich, aber der müsste es sein, laut meinen Regeln. Ja. Der hat die Machtbasis nur wegen der Admiralität. Ich würde sagen, ja, den nehmen wir. Gaius Crassus. Kann sein, dass er uns auch wieder wegstirbt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht zu oft. Okay. Dann tauschen wir den aus. Wir brauchen natürlich hier einen neuen. Ja, das heißt, wir brauchen auch einen. Halt, der kriegt ja eine Position. Das heißt, wir brauchen auf die Familie nicht zu achten. Dann können wir durchaus auch den Besten nehmen. Beide sind 9. Ja. Nehmen wir mal den, der ist jünger. Der kann auf diese Art und Weise direkt was dazulernen. Und wir gehen hier zu den Ämtern und gucken mal. Da haben wir ihn, Gaius Claudius Crassus. Ich hoffe, dass er nicht auch gleich stirbt. Schauen wir mal. So, hier ist ja noch die spannende Geschichte mit Barbatus, der den Gnaeus Fabius ermorden will, der jetzt allerdings gar kein Volkstribun mehr ist. Das kann sein, dass wir da auch gleich noch einen neuen Forscher besetzen wollen. Besetzen müssen, nicht wollen. Okay, Marsien sind wir bei 137, 190 ist die Grenze. Und hier sind wir eigentlich hier am Ende der Fahnenstange angekommen, was verbesserte Beziehungen betrifft. Nein, da ist ja noch einiges drin.
Bei Umbrien auch nicht. Sind wir auch erst bei 45. Es geht ja bis 100. Okay, wow, das Orakel von Delphi. Sagt mal, habe ich die Zeit schon verpennt? Ne, wir sind 456, das war's, glaube ich. Ne? Wir sind immer noch beim Waffenstillstand. Ja, November 56. Also, das Orakel von Delphi war der Aufstieg und Fall vieler legendärer Helden. Ein Bote brachte heute schlechte Nachrichten vom Orakel. Diese beschreiben schlechte Zeiten. Es sei denn, Rom erhält einen neuen Anführer. Was? Die Adligen unserer Gesellschaft betrachten Publius Cornelius Barbatus nun mit Skepsis, nachdem das Orakel selbst gesagt hat, dass er nicht als Anführer geeignet ist. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unsere Führung ändern. Nein, Leute, das kommt gar nicht in Frage. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Wir können auch entsprechend gar nicht entscheiden. Okay, wir können eine große Zeremonie abhalten, dann verlieren wir nur Geld. Ja, das machen wir ja. Das ist, glaube ich, die einfachste Sache. Ansonsten würde er Beliebtheit verlieren. Das würde er, glaube ich, nicht machen. Also, wir wollen die Götter besänftigen. Oh Mann, das scheint kein so tolles Omen zu sein. Mit Blick auf den anstehenden Krieg. Die Zeremonie zur Besänftigung der Götter dauerte mehrere Tage an, bis wir endlich die Antwort erhielten, auf die wir gehofft hatten. Es scheint, dass Apollo durch unsere Taten beschwichtigt wurde und im Auftrag von Publius Cornelius Barbatus eingegriffen hat, damit er weitermacht wie gehabt. Oh mein Gott, das sind wirklich großartige Neuigkeiten. Und damit ist er so beliebt wie vorher. Gut, dann beenden wir erstmal diese Folge und werden dann in der nächsten Folge den Krieg gegen Samnium starten. Und das ist die erste große Tat unseres neuen Konsuls, Barbatus. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.